Ja,
you can do for your country. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Solange man jemanden nicht anschaut, existiert er nicht. Erst wenn man ihm den Blick zuwendet, fängt er zu leben an. Wie im Fernsehen. Ich bin Thomas Franklin von Hancock, Adams und Colby. Wir sind die Anwälte, die den Nachlass verwalten. Guten Tag. Mir wurde gesagt, dass in diesem Haus ein Mann wohnt, der als Gärtner arbeitet. Darf ich fragen, seit wann Sie hier sind? Ich war schon hier, als die Büsche noch ganz klein waren. Noch vor dem Rasensprenger. Und noch vor dem Fernsehapparat. Wie bitte? Darf ich fragen, wie Ihr Name ist? Mein Name ist... Chad! Mr. Chad? Gut. Ja, dann sehen wir mal die Akten durch, Mr. Chad. Das teilte ihm Minister Schäuble nach Absprache mit den Ländern mit. Eine entsprechende Vorlage habe er heute unterzeichnet. Der Terminvorschlag... Ja, das ist mir ein Rätsel, Mr. Chad, aber Ihr Name erscheint nirgendwo in unseren Akten. Sind Sie sicher, dass Sie tatsächlich in diesem Haus beschäftigt waren? Am Anfang waren die Bäume so groß wie ich selber. Und es waren so gut wie noch überhaupt gar keine Hecken da. Aber schauen Sie sich den Garten jetzt an. Ja, ja, sehr schön. Für gewöhnlich kam der alte Mann herunter in den Garten, um zu lesen. Oder um sich hinzusetzen und sich zu erholen. Dann hat er damit aufgehört. Ich würde Ihnen gerne glauben, Mr. Chance, aber ich habe... Vielleicht können Sie die alte Louise fragen. Die alte Louise hat mir immer das Essen aufs Zimmer gebracht. Louise? Ja. Louise ist gestorben, Mr. Chance. Nein, die ist nach Jamaika geflogen. Also sie wurde krank und starb vor kurzem. Das wusste ich nicht. Wie wurden Sie denn entlohnt? Geld habe ich keins bekommen. Bitte? Ja, ich habe ein Radioapparat bekommen. Radio? Und einen Fernsehapparat später. Und wenn ich was zum Anziehen brauchte, dann durfte ich nach oben gehen, in das Zimmer von dem alten Herrn und mir einen von den Anzügen aussuchen. Die stehen mir alle sehr gut. Ja. Mr. Chance, können Sie mir vielleicht irgendwelche persönlichen Ausweisdokumente vorlegen? Sie wissen schon, ein Personalausweis, ein Führerschein, Sozialversicherungsausweis. Ich habe nichts. Ein Stammbuch? Geburtsurkunde? Reisepass? Kreditkarte, EC-Karte, Krankenkassenkarte? Ich werde irgendeinen Beweis brauchen, dass Sie hier gewohnt haben. Sie haben mich... Welchen anderen Beweis brauchen Sie denn? Sind Sie niemals krank gewesen? Ich meine, mussten Sie mal ins Krankenhaus oder zum Arzt? Ich bin nie krank gewesen. Aha, auch nicht. Gut. Ja. Haben Sie irgendwelche Steuern bezahlt? Nein. Mhm. Keine Steuer. Gut. Sind Sie zufällig mit dem Verstorbenen verwandt? Ich glaube nicht. Ja. Und angenommen, es stimmt, was Sie sagen, haben Sie vor, irgendeinen Anspruch auf das Erbe des Verstorbenen zu erheben? Haben Sie vor, irgendeinen Anspruch auf das Erbe zu erheben? Mit mir ist alles in Ordnung. Ja. Mir geht es gut. Im Garten geht es gut. Die Rasensprenger sind erst 3 Jahre alt. Und was für Pläne haben Sie jetzt? Werden Sie für jemand anders arbeiten? Ich will hier bleiben. Hier im Garten. Aha. Und hier arbeiten. Gut. Es ist eine große Formalität. Würden Sie bitte freundlich sein, das durchzulesen? Und falls Sie einverstanden sind, natürlich an der gekennzeichneten Stelle zu unterschreiben. Bitte. Wie lange braucht man wohl, um eine Seite durchzulesen? Ich kann es nicht unterschreiben. Aha! Sie weigern sich also, auf den etwaigen Anspruch zu verzichten. Ich kann nicht unterschreiben, das ist alles. Na gut, 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 wie Sie wünschen. Ich muss Sie informieren, Mr. Chance, dass dieses Haus jetzt unserer Firma gehört und morgen Nachmittag abgeschlossen wird. Falls Sie also wirklich hier wohnen, werden Sie ausziehen und Ihre persönlichen
Habseligkeit mitnehmen müssen. Mein Name und die Adresse und Telefonnummer meiner Firma stehen da oben im Briefkopf, falls Sie noch Fragen haben. Guten Tag. Für die Opfer der Überschwemmungen in Indien und Nepal ist keine Erleichterung in Sicht. Nach Ansicht indischer Behörden könnten einige Regionen noch bis in den Oktober hinein überflutet bleiben. Noch immer sind Hunderttausende Menschen von den Fluten eingeschlossen. Noch immer gibt es viel zu wenig Boote, um sie zu retten. Zwei Wochen nach Beginn der Katastrophe werden die Lebensmittel knapp. Jetzt befürchten die Vereinten Nationen den Ausbruch von Seuchen. Hilfsorganisationen kritisieren die langsam. Das Bild verblasst. Nur ein kleiner, bunter Punkt hängt in der Mitte der Fläche, als wäre er von der übrigen Welt vergessen worden. Dann verschwinde doch er. Thank you.
so ist, dann bleiben Sie doch bei uns. Ich meine, wir haben so viel Platz und ärztlich wären Sie wirklich in den besten Händen. Ich bitte Sie, geben Sie mir doch keinen Korb. Nein. Ich bleibe. Sind Sie zu müde, um meinen Mann kennenzulernen? Nein, überhaupt nicht. Wie fühlen Sie sich? Dein Opfer sieht sehr gut aus. Mein Opfer sieht sehr gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Was? Mein Opfer sieht sehr gut aus? Ja, das Opfer sieht sehr gut aus. Mein Opfer heißt Chauncey Gartner. Wie heißt dein Opfer? Gartner? Gartner? Verdammt, wirklich. Es tut mir leid, dafür gibt es keine Entschuldigung. Es ist nicht so schlimm. Ja, Sie scheinen ja auch ein gesunder, junger Mann zu sein. Hindert dieser Unfall Sie nicht daran, Ihren geschäftlichen Verpflichtungen nachzukommen? Ich habe keine Verpflichtungen. Mein Haus ist verschlossen worden. Verschlossen? Leicht, Sir, einen Ort zu finden, einen Garten, in dem man ungestört arbeiten und mit den Jahreszeiten wachsen kann. Solche Orte scheint es kaum noch zu geben. Im Fernsehen habe ich fast nie einen Garten gesehen. Eigener Hände Arbeit. Ich pflanzte den Samen. Ich gab ihm Wasser. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass heute Morgen...